Hallo Leute, ich bin Matthias Bäuerlein und grüße euch aus dem Separate Sound & Groove Studio in Nürnberg. Heute geht es um Drum Sound und zwar bin ich gerade am Ende von der Session. Ich habe jetzt 10 Songs eingetrommelt und mein Praktikant Niklas und ich haben uns gedacht, wir geben mal einen kleinen Einblick, wie wir den Drum Sound so angegangen sind. Ich möchte euch jetzt einfach mal erzählen, wie ich da grundsätzlich so rangehe. Also, nachdem das Schlagzeug aufgebaut wurde und alle Mikros am Platz sind und das Schlagzeug gestimmt ist und ich eine Vorauswahl getroffen habe, mit welchem Becken, mit welcher Snare ich starten möchte, höre ich mir zunächst 3 Mikros an. Bassdrum-Mikrofon und die beiden Overheads. Und damit muss es bereits gut klingen. So, wie mache ich das? Wie gehe ich da an? Wichtig ist für mich, dass ich mit den Overheads das gesamte Set bereits abbilden kann. Die Overheads richte ich so ein, dass sie beide den gleichen Abstand zur Snare haben. Ich nehme mir hier so einen Meterstab und messe vom Snare Center aus den Abstand zu den Mikros. Jetzt sind es hier 98 cm, aber das variiert, je nachdem wie offen ich möchte, dass die ganze Sache klingt oder ob es eher trockener und direkter sein soll. Dann gehe ich natürlich näher ran. Und das ist grundsätzlich so mein Ausgangspunkt von der ganzen Geschichte. Ich bin entweder schmäler oder breiter, aber ich habe meistens so mit dem rechten eher so die Toms im Fokus und hier eher so die Snare. Aber ihr merkt schon, durch die Laufzeitunterschiede, die ja die Stereophonie ausmachen, diese Tom ist natürlich schneller an diesem Mikro, also wird die, wenn die Mikros hart gepannt sind, links und rechts, eher links erscheinen und die werden eher rechts erscheinen. Genauso ist es mit den Becken. Wenn ich das aufgestellt habe, dann checke ich das und mache ein Bassdrum-Mikro dazu. Welches ist mir eigentlich egal. Aktuell haben wir 3 Mikros an der Bassdrum. Aber das muss mit 3 Mikros bereits gut klingen. Schritt 2 sind dann die Direktsignale wie Snare, Toms, Hi-Hat und auch das Mikro unterhalb vom Ride-Becken, was ich sehr selten brauche, aber manchmal ganz hilfreich ist, wenn das Ride-Becken im Nachhinein so ein bisschen mehr Body haben möchte. Ich höre mir also die Direktsignale an, dazu gebe ich mir auf meine In-Ears zum Beispiel das Mikro der Snare und höre mir das an und variiere auch in der Position. Und schau, wie kriege ich, möchte ich mehr Bauch, möchte ich, dass es mehr knallt, richte ich das Mikro mehr zur Mitte aus oder richte ich es mehr auf den Rim aus. Bei den Toms das gleiche. Wichtig ist dann auch zu checken, ob die Phase zu den Overheads passt. Oftmals reicht es, wenn man einfach die Overheads in der Phase dreht. Schritt 3 ist bei mir die Raummikrofonie. Dazu habe ich ein Mikro vorne bei uns im Gang stehen. Ein Monomikro, das ist ein C414 meistens, auf Kugel gestellt. Und das ist tatsächlich was ich sehr häufig dann im Mix auch verwende, weil es wirklich einen geilen, homogenen Raumsound gibt, der auch in diesem kleinen Gang richtig schön knallt. Dann habe ich jetzt in diesem Fall noch eine MS-Mikrofonie aufgestellt, die zum Drumset hin zeigt, mit ein paar Metern Abstand. Das kann aber auch variieren. Manchmal mikrofoniere ich auch die Wände, weil ich irgendwelche Early Reflections noch einfangen möchte. Was ich damit sagen möchte, dieser letzte Punkt neben dem Gangmikro, was immer steht, der ist bei mir ziemlich variabel und da können viele verschiedene denkbare und auch manchmal undenkbare Sachen auftauchen.
So, okay, das war's. So gehe ich es meistens an, so ungefähr zumindest. Das ist auch für mich immer eine kreative Sache. Welche Mikros wähle ich aus? Wie positioniere ich sie? Dementsprechend macht mir das auch jedes Mal mega Spaß, so einen Drum-Sound auch von Grund auf zu formen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like oder abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an. Ich freue mich auf euer Feedback. Ciao.